Möchte ich dich einladen zu einer Reichtumsübung. Angeregt hat mich die Desi mit ihrem Post, mit etwas, was ich seit vielen Jahren praktiziere und oft weitergegeben habe und heute dann gedacht habe, das muss ich jetzt unbedingt mit euch teilen. Denn wahrer Reichtum ist ja ganz viel. Das bedeutet auch, dass wir innerlich reich sind und auch andere ja, bereichern. Wenn es um diesen wahren Reichtum geht und um all das, was unser Leben bereichert, dann ist es etwas, das auch natürlich Auswirkungen hat auf unsere Finanzen und aufs Geld. Allerdings erst im zweiten Schritt. Im ersten lade ich dich einfach ein, wirklich dein Lächeln zu verschenken. Heute mal, nicht nur heute, sondern jeden Tag rauszugehen und mindestens 10 Menschen anzulächeln und zu schauen, wie du es schaffst, dass sie zurücklächeln. Viele werden irritiert sein, werden ein bisschen schauen und viele werden lächeln. Zaubere ein Lächeln in das Gesicht der Menschen. Bring die Menschen zum Lächeln. Schenk ihnen ja ein Stück Freude. Und es brauchen nicht bloß 10 sein, das dürfen so viele wie möglich sein. Vielleicht magst du sogar in den Kommentar schreiben, welche Erfahrungen du machst, wie viele Menschen du heute zum Lächeln gebracht hast. Ja, und wie die Menschen reagieren. Denn das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und mach Komplimente, ehrlich gemeinte Komplimente. Also schau einfach, was fällt dir auf beim anderen, ja, was entdeckst du und sag ihm das. Uns allen tut's gut, wenn wir Dinge gesagt bekommen, die anderen positiv auffallen. Und oft sind gerade bei uns Frauen das so, dass wir oftmals abwerten. Ach, ist schon uralt, dieses Urteil. Nein, bedank dich, freu dich über ein Kompliment und verteile gerne Komplimente. Ich lade dich ein zu dieser Reichtumsübung, denn sie wird dich vor allem bereichern und viele andere Menschen mit dir.